Hallo, wie man so ein Tuch strickt, zeige ich euch heute. Ich habe hier mal wieder das Probeläppchen, in dem ihr sehen könnt, wie ich hier getüftelt habe, bis mir die Kante links bei den Zunahmen richtig gut gefällt. Ich finde auch, es ist wirklich eine schöne, saubere Kante geworden, an der die Zunahmen stattfinden, und da sich hier so kleine Löchlein bilden, habe ich auf der anderen Seite eben auch eine Kante mit kleinen Löchlein gearbeitet, und wenn das Tuch fertig ist, kann man es das genauso mit einer Kante aus Kraus rechts und einer Lochkante beenden. Ansonsten wechseln sich hier Patentmuster, linke, rechte, linke Maschen ab. Und wie das Ganze gemacht wird, zeige ich euch jetzt im folgenden Video. Ihr benötigt dafür, also ich habe hier die Bobbelkotten, also einen Knäuel Bobbelkotten verwendet. Ihr könnt natürlich auch die XL verwenden, die Charity. Also im Prinzip lässt sich das Tuch mit jedem beliebigen Garn arbeiten. Ich zeige es euch im Video mit der Charity, einfach damit ihr ein bisschen besser erkennen könnt, was ich hier mit den Maschen mache, weil der Faden vom Bobbel ist ja recht dünn, und so könnt ihr es einfach besser sehen. Also verstrickt habe ich es beim Bobbel mit Nadel Nummer 3,5. Und hier nehme ich jetzt eben eine 4 für die Charity, und dann geht's los. Maschenmarkierer würde ich euch noch empfehlen, wegen dem Zählen der Reihen. Ich schlage 6 Maschen an. Was ich euch noch sagen wollte, es gibt also ein schräges Tuch. Man schlägt eben hier die Maschen an. Auf einer Seite bleibt es gerade, und hier die schräge Kante, das ist dann die, die sich später am Hals befindet. So, und dann eine Rückreihe linke Maschen stricken. In den Rückreihen die Randmasche links stricken, die erste. Und die letzte Masche rechts. Dann die Arbeit wenden. Jetzt sind wir in einer Hinreihe. Hier die Randmasche, die erste, abheben. Dann 2 Maschen rechts stricken. So, die folgenden 2 Maschen, hier passiert jetzt immer die Zunahmen, also wenn ihr noch 3 Schlingen auf der Nadel habt, dann stets die Zunahmen arbeiten. Ihr sticht jetzt in die beiden Maschen ein, wie wenn ihr sie wolltet zusammenstricken. Holt den Faden durch. Zieht ein bisschen hoch, legt dann einen Umschlag auf die Nadel und sticht nochmal in beide Maschen ein. Jetzt habt ihr hier aus dieser Masche 3 Schlingen gearbeitet, und jetzt kommen die Maschen von der Nadel. Und die Randmasche dann rechts stricken. Dann die Arbeit wenden. Und hier in den Rückreihen die Randmasche links stricken und die folgenden Maschen, die folgenden 3 Maschen ebenfalls links stricken und dann 2 Maschen rechts und die Randmasche. Ich lege euch zur Orientierung wieder die Reihenzahlen hin, dann, falls ihr zurückspulen müsst, dass ihr euch besser wieder zurechtfindet.
In der dritten Reihe sind wir ja wieder in einer Hinreihe, also die Randmasche abheben. Dann die folgenden zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und einen Umschlag auf die Nadel legen. Dann eine Masche rechts stricken. Und jetzt bin ich schon wieder bei den letzten drei Maschen, einschließlich der Randmasche. Ich stricke also diese zwei Maschen wieder zusammen, lege einen Umschlag auf die Nadel und steche noch einmal einen holden Faden durch. Und dann stricke ich die Randmasche rechts ab. In der vierten Reihe, also einer Rückreihe, stricke ich die Randmasche links und die folgenden drei Maschen auch immer links. Und die nächsten drei Maschen stricke ich rechts. In der fünften Reihe, Hinreihe, die Randmasche abheben. Und in der fünften und sechsten Reihe sind die ersten drei Maschen, krausrechte Maschen. Also drei Maschen rechts. Und jetzt beginnt hier die erste Masche vom Patentmuster. Da ich aber jetzt erst mit einer Masche beginne, stricke ich diese mit einem Umschlag ab. Ich hebe also die Masche mit einem Umschlag ab. Und jetzt bin ich hier wieder bei den letzten zwei. Die stricke ich wie gewohnt. Und die Randmasche rechts. Und in der sechsten Reihe eine Rückreihe, die Randmasche links. Die nächsten drei Maschen auch immer links. Die Masche mit dem Umschlag stricke ich rechts ab und jetzt bin ich hier an der geraden Kante, das sind die drei Maschen, die eben kraus rechts gestrickt werden. Also hier auch drei Maschen rechts und die Randmasche. In der siebten Reihe, das ist wieder eine Lochmusterreihe, hier am rechten Rand bildet sich ja eine Lochkante. Also hier die ersten zwei Maschen nach der Randmasche rechts zusammenstricken, einen Umschlag auf die Nadel legen und die folgende Masche rechts stricken. Dann wieder eine Masche mit einem Umschlag abheben. Die folgende Masche rechts stricken und jetzt bin ich schon wieder bei den letzten beiden, die ich zusammenstricke, wie beschrieben. Also aus den zwei stricke ich drei Maschen heraus und die Randmasche rechts. Die Randmasche links stricken. Und die folgenden drei Maschen auch immer links stricken. So, jetzt bin ich beim Patentmuster, habe ich jetzt schon zwei Maschen. Also die erste Masche mit einem Umschlag abheben, die nächste Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken. Und hier bin ich bei den letzten drei Maschen vor der Randmasche, die stricke ich immer rechts. In den Rückreihen immer rechts stricken. In den Hinreihen muss ich bei diesen drei Maschen eben drauf achten. In jeder zweiten Hinreihe wird ein Löchlein eingearbeitet.
In der 9. Reihe die Randmasche abheben und jetzt hier 3 Maschen rechts. Das Löchlein habe ich ja in der vorigen Hinreihe eingearbeitet. Und jetzt habe ich hier schon 3 Maschen im Patentmuster. Die erste Masche mit dem Umschlag abheben, die nächste Masche mit einem Umschlag rechts zusammenstricken und die nächste wieder abheben. Und diese 2 Maschen wieder, aus diesen wieder 3 Maschen herausstricken. Die Randmasche rechts. Und jetzt sind wir bei der 10. Reihe. Anfangs geht es noch schnell. Die Randmasche links und die nächsten 3 Maschen auch immer links. Und jetzt sind wir hier bei den Patentmaschen. Die Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken. Die folgende Masche mit dem Umschlag abheben und die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken. Und diese letzten 4 Maschen immer rechts in den Rückreihen, einschließlich eben der Randmasche. In der 11. Reihe die Randmasche abheben und jetzt wieder ein Löchlein einarbeiten, also 2 Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag und die folgende Masche rechts. Das hier bildet sich die Blende. Dann sind wir beim Patentmuster. Die erste Masche mit einem Umschlag abheben, die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, dann wieder mit dem Umschlag abheben und die folgende Masche rechts. Und jetzt wieder aus den 2 Maschen 3 Maschen herausstricken und die Randmasche rechts. Hier könnt ihr jetzt schon sehen, wie sich eine schöne Kante bildet mit den Zunahmen. In der 12. Reihe die Randmasche links und die folgenden 3 Maschen auch immer links. Das könnt ihr euch eigentlich merken, in den Rückreihen die ersten 4 Maschen immer links und die letzten 4 Maschen immer rechts. So, jetzt kommt das Patentmuster. Die erste Masche mit dem Umschlag abheben, die folgende Masche mit dem Umschlag rechts zusammenstricken. Abheben, rechts zusammenstricken. Und jetzt bin ich schon bei den letzten 4 Maschen, die also immer rechts in den Rückreihen. Jetzt bin ich wieder bei einer Hinreihe. Die Masche abheben, die Randmasche und die folgenden 3 Maschen immer rechts. Und jetzt beginnt wieder das Patentmuster. Masche mit Umschlag abheben, die folgende mit Umschlag rechts zusammenstricken, abheben, rechts zusammenstricken, abheben. Und aus den 2 Maschen vor der Randmasche 3 Maschen herausstricken und die Randmasche rechts. Und hier haben wir wieder eine Rückreihe, hier also die ersten 4 Maschen immer links stricken. Drei, vier. Dann sind wir beim Patentmuster, die Masche mit Umschlag rechts, die folgende mit Umschlag abheben. Rechts, abheben, rechts
Und ich bin schon wieder bei den letzten 4 Maschen. Die stricke ich ja in den Rückreihen immer rechts. Und nun komme ich zur 15. Reihe. Die Randmasche abheben und wieder kommt ein Löchlein. Die vorige Hinreihe war ja nur kraus rechts. Also 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts. Dann ist die Blende beendet. Dann kommt das Patentmuster, die Masche mit dem Umschlag abheben und die folgende Masche zusammenstricken, rechts abheben, rechts zusammenstricken, abheben und die folgende Masche hat ja noch keinen Umschlag, die stricke ich einfach nur rechts und dann bin ich hier wieder bei den 2 Maschen, aus denen ich 3 Maschen herausstricke. Die Rückreihe beginnt wie immer mit 4 Maschen links. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich beim Patentmuster, die Masche, die keinen Umschlag hat, die hebe ich mit einem Umschlag ab. Und die folgende Masche stricke ich mit dem Umschlag rechts zusammen. Könnt ihr euch also merken, beim Patentmuster strickt ihr nie eine Masche links. Ihr strickt alle Maschen rechts und die anderen hebt ihr mit einem Umschlag ab. Jetzt bin ich bei den letzten 4 Maschen. Die kommen ja in den Rückreihen immer rechts. Reihe, die Randmasche abheben und 3 Maschen rechts. Das Löchlein war ja in der 15. Reihe. Dann das Patentmuster. Hier, die Masche hat keinen Umschlag, also hebe ich sie mit einem Umschlag ab. Die folgende Masche rechts mit dem Umschlag. Und so stricke ich das, bis die Maschen mit dem Umschlag aufgebraucht sind. Und diese Masche hier, die hebe ich mit dem Umschlag ab. Die ist ab jetzt eben beim Patentmuster mit dabei. Und aus den folgenden 2 arbeite ich wieder eine Zunahme. In den Rückreihen die ersten 4 Maschen immer links. Jetzt habe ich hier eine Masche mit Umschlag, also die rechts stricken. Abheben, rechts stricken. Abheben, rechts stricken. Abheben, rechts stricken. Und die letzten 4 Maschen in den Rückreihen immer rechts stricken. In der 19. Reihe die Randmasche abheben und jetzt kommt wieder ein Löchlein mit 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag und eine Masche rechts. Und dann beginnt das Patentmuster. Abheben, eine Masche rechts. Abheben, eine Masche rechts, abheben, eine Masche rechts, abheben, eine Masche rechts. Und aus den letzten 2 Maschen wieder 3 herausstricken, also eine Masche zunehmen. Zwanzigste Reihe. Wie immer. Die ersten 4 Maschen links. Da
Dann beginnt hier wieder das Patentmuster mit einer Masche ohne Umschlag, also hebe ich die mit einem Umschlag ab. Und dann die nächste mit dem Umschlag rechts, abheben, rechts, abheben, rechts. Und die letzten vier Maschen, wie immer, rechts in den Rückreihen. Die ersten vier immer links und die letzten vier immer rechts. Ich versuche immer so ein bisschen ein System zu erklären, dass man in das Muster reinkommt. Ihr seht, hier bildet sich die Blende mit dem Löchlein und hier bildet sich auch so eine Blende, bei der sich eben durch die Masche, aus der ich drei Maschen herausstricke, bildet sich auch wie so ein kleines Ajourmuster. Und so langsam kommt jetzt hier das Patentmuster zur Geltung. Also dieses Tuch wirkt natürlich erst, wenn mal einige Reihen schon gestrickt sind und dann auch diese Querreihen kommen. Aber jetzt sind wir schon, also mit der 25. Reihe wechselt dann hier das Patentmuster auf das Streifenmuster.